Wohin blickt dein Auge der Sehnsucht? Wen hörst du, wenn du alleine bist? Und wie fühlt es sich an, den Horizont deiner Seelenwünsche niemals zu erreichen? Haliaetus leucocephalus, der Weißkopfseeadler. Im Kernkonflikt der Adlerfeder ist man unzufrieden. Man ist so richtig unzufrieden mit allen Situationen und allen Menschen, die irgendwas von einem wollen, während man eigentlich so versucht, sich zu distanzieren und frei zu sein. Und wenn dann da so eine Verpflichtung auf einen zukommt, ja, durch so Familie, Beziehung, Job, die Nachbarn, ja, also was man halt so für Verpflichtungen sich so angeeignet hat oder so hineingeboren wurde. So alles, was da so auf einen zukommt, das will man loswerden. Ja, und wenn man sich jetzt diese Überschriften so anguckt mit Familie, Job, Nachbarn, das sind halt Dinge, die kann man nicht wirklich loswerden. Ja? Da kann man versuchen, auf Distanz zu gehen, geht aber jetzt gerade in diesem Konflikt natürlich schief, darum geht es ja hier auch. Und es kommt vor allen Dingen auch zu Konflikten, weil eigentlich diese Grenze von dem Wunsch nach Distanz und der Nähe der Verpflichtungen, die so auf einen zukommt, überhaupt nicht für einen stimmt. Und das ist total anstrengend. Das geht einem so richtig auf den Keks. Ja, und das ist der Kernkonflikt der Adlerfeder, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß, wie man das sinnvoll lösen soll. Ja? Das ist diese Unzufriedenheit. Allen muss man irgendwas recht machen und das ist so, eigentlich will man es vor allen Dingen sich recht machen. Aber genau das schafft man nicht. Die Adlerfeder führt einen schnell zu dem Begriff Einzelgängertum. Ja, das ist ja so ein Statement. Einzelgänger gibt es und das hat ja auch eine gewisse Freiheit. Das ist aber in dem Konflikt der Adlerfeder nicht richtig der Fall, sondern das Einzelgängertum ist die ersehnte Sehnsucht, also das, was man sich wünschen würde. Und wenn man das so einigermaßen hinbekommt, das heißt, man hat so Verpflichtungen oder also man ist so bestimmte Verpflichtungen eingegangen mit einer Partnerschaft, mit einer Familie, mit einem Job, aber man hat im Prinzip jede Menge Möglichkeiten der Freiheit, die man sich selber setzen kann. Und na, wenn ich es jetzt mal so abkürze, dann hat man diese Dinge so als Funktion, weil es eben nötig ist, oder als Statussymbol und kann ansonsten eigentlich machen, was man will, dann kann das gut gehen. Ja, das wäre so eine Möglichkeit, wie man in einem Adlerkonflikt aber noch so eine Art ja, Arrangement hinkriegt und sagt, so geht's, so kann ich mich arrangieren, ja, ist einigermaßen balanciert. Aber es geht ja hier um den Konflikt und man merkt es auch eigentlich immer sehr schnell, selbst wenn es ganz gut eingerichtet ist, dass es sehr schnell zerbrechen könnte und dann auch gelegentlich von allen Seiten her tut. Richtig gute Konfliktbeispiele für die Adlerfeder sind so Dinge, wo man eigentlich vorher so eine Ahnung hat, dass sie schief gehen könnten und man versucht, vorher das richtig gut klar zu machen, dass man das nicht will. Aber man stellt Bedingungen. So, also zum Beispiel, du bekommst einen Hund, nur wenn du dich wirklich komplett um ihn kümmerst. Oder deine Eltern ziehen bei uns ein, nur wenn ich nichts
damit zu tun habe. Und da kann ich jetzt noch so 17 Beispiele finden. Ne? Aber dieses, das kann passieren, wenn ich nichts damit zu tun habe. Das ist so, da musst du dir das jetzt für deine Situation übersetzen. Aber man ahnt schon, was passiert und guckt sich selber zu, dass man Ja sagt und denkt, glaube ich, schon in diesem Moment, ich weiß es doch besser. Und man schränkt sich quasi mit dieser eingehenden Verpflichtung, die eigentlich keine sein sollte, komplett ein. Also man ahnt es, man weiß es, dass es schief geht, man sagt ja und man holt sich quasi den Beweis ins Haus und dann aktiviert sich dieser Konflikt eben genau, indem er schief geht und man sagen konnte, und das habe ich gewusst. Das habe ich gewusst und dann sitzt man so richtig in der Falle und ist auch so richtig sauer, aber dann kommt man auch so richtig überhaupt nicht mehr raus. So geht halt nicht. Beim Adler-Feder-Konflikt kann man sich also quasi zugucken, wie man sich immer tiefer hinein manövriert in weitere Abhängigkeiten, die parallel laufen zu dem eigentlichen Empfinden, dass man sich distanzieren möchte und ganz dringend die eigene Freiheit braucht. Ja, es ist quasi so, als würde sich jedes Wort im Munde rumdrehen. Ja? Wenn man meint, man hätte jetzt mal gesagt, was man alles braucht und will und machen will, machen alle anderen ungefähr genau das Gegenteil und ignorieren einen komplett. Das heißt, man hat überhaupt keine Möglichkeit, in diesen Kontakt zu kommen, um diese eigene Freiheit zu installieren mit der Umwelt, weil man ja einfach übergangen, nicht gehört wird. Ja, und das ist aber, das gibt ein Innenbild von einem selber, weil man ja sehr gut mitkriegt, dass man da irgendwie sogar hineingeht und an verschiedenen blöden Stellen einfach immer Ja gesagt hat. Ja, ich mache das, wenn du. Und das Ja, ich mache das, funktioniert, das macht man dann auch. Aber das Wenn du ist allen anderen dann egal. Und das potenziert sich sozusagen. Ja, und das ist so, man kann also sich nicht rausreden, weil man hat es ja irgendwie selber gemacht, hatte aber eigentlich einen ganz anderen Anspruch. Und ja, es ist ein bisschen wie verhext. Ja, man geht immer mehr in Gefangenschaft, je mehr man sich die Freiheit herbeisehnt. Man landet also ganz zielsicher in diesem Zustand, es allen recht machen zu müssen und da auch nicht mehr rauszukommen. Und das will man überhaupt nicht. Also genau das hasst man. Man will es niemandem irgendwie mehr recht machen. Und man guckt sich dabei zu, es immer nur allen recht machen zu müssen. Ja, verflixte Falle. Also Einzelgängertum wirklich nur so als Wunschidee. Und ansonsten betätigt man ein Feld des Bedienens. Ja, in irgendeiner Hörigkeit, die man irgendwie gar nicht begreift, wo die eigentlich herkommt. Je mehr man der eigenen Sehnsucht freien Lauf lässt, also sie für sich formuliert, wenn man mal alleine sein kann, ja, umso tiefer manövriert man sich in richtig anstrengende Abhängigkeiten hinein. Als würde das eine nicht ohne das andere gehen. Ja, es ist wirklich wie ja, verhext. Ein guter Hinweis gibt uns hier die Herstellung des Homöopathikums, ja, der Adlerfeder oder auch des Adlerblutes. Also ich beziehe mich hier auf die Adlerfeder, aber die sind sich sehr nah. Und die Grundsubstanz für das Homöopathikum wurde von Tieren aus der Gefangenschaft genommen. Das führt uns tatsächlich sehr schnell auf so eine Fährte, dass klar ist, ja, wenn man so als Adler geboren ist, ja, und auch diesen Körper hat und diese Fähigkeit und den Ausdruck und ja, die Dimension hat und auch das Ahnenfeld mit der Weisheit und dem Wissen, wie so
das Leben als Adler geht, in Freiheit. Und dann wächst man so in Gefangenschaft auf und begreift so mit jedem Tag, den man so dahin lebt, wie das Gefühl, was man von sich hat, was man auch im Herzen und im Körper fühlt, sehr weit wegrutscht, weil man es niemals erreichen kann. Ja, ich denke, das ist so das Pendant zu dem Gefühl, was wir als Menschen auch haben können. Also wir sind keine Adler als Menschen, wir können diese Dimension des Adlers in dieser Art und Weise so nicht erreichen. Aber als Parallele haben wir auf jeden Fall diese Erinnerung. Wir haben ein Hier und Jetzt, in dem wir sitzen, was wir uns gebaut haben, was eben auch irgendwie so richtig erscheint. Also nicht nur so als Statussymbol, aber eben so ein bisschen noch. Und dann gibt es eine Erinnerung an unsere Ahnen, die in einer ganz anderen Dimension von Freiheit gelebt haben, die uns sehr berührt, die wir gerne herstellen würden und überhaupt nicht wissen, wie wir das in diesen heutigen Situationen umsetzen können. Also wie das überhaupt aussehen kann, so dass es quasi immer nur ein Stolpern und Fehler und tiefer in den Konflikt hinein manövrieren ist, wo man eigentlich nicht mehr rauskommt. Im Adlerfeder-Konflikt ist man auf jeden Fall immer in zwei Richtungen gezogen. Ja? Selbst wenn man es geschafft hat, so die eigene Freiheit durchzusetzen und so denkt, ich kann jetzt machen, was ich will, während die Familie dies und jenes tut, dann ist es so, dass das innen drin einen überhaupt nicht loslässt und man diese Freiheit, die man sich gerade erarbeitet hat, sich überhaupt nicht als Freiheit äußert, weil man innen drin immer noch mit etwas beschäftigt ist, am Monologisieren ist, irgendwie immer noch diese Freiheit zu erstreiten, obwohl man sie ja eigentlich hat. Oder dass man das Gefühl hat, es war vielleicht nicht so ganz richtig, jetzt sich hier diese Freiheit zu gönnen, während die anderen etwas tun müssen, was man ihnen ja hätte abnehmen können. Ja? Das heißt, man ist in einem Zwiespalt von zwei Richtungen, egal was man tut. Also entweder man ist eben in diesem Gefangenenzustand und sehnt sich in die Freiheit, oder man ist in der Freiheit und hat dann eine Sehnsucht nach diesen Verpflichtungen. Sehnsucht ist ein bisschen das falsche Wort, aber man katapultiert sich in diese Verpflichtungen hinein. Und selbst wenn man alleine irgendwo im Wald oder in den Bergen spazieren geht, fühlt man sich verpflichtet und hat trotzdem das Gefühl, gerade das Falsche zu tun und ist damit unfrei. Ahnenmedizinisch und seelenhomöopathisch betrachtet, kann das natürlich sehr gut sein, dass man so in diesem Moment in Resonanz ist mit den Wurzeln, mit der Ahnenwelt, und diese Verbindung brauchen wir ja, um fliegen zu können. Ja, also wir brauchen unsere Wurzeln und unser Urvertrauen, um uns auch hier frei bewegen zu können. Und diese Verbindung, dass die gebunden ist an einen Moment in Bezug zu unseren Ahnen, wo die eigentliche Freiheit, die Dimension der Freiheit, gerade eben verloren geht. Ja, also genau in dem Moment des Schocks, dass es flöten gegangen ist. Zu der seelenhomöopathischen Karte ist es wichtig zu sagen, dass es sich hier um eine persönliche Karte handelt. Ja? Die Vögel stehen für die Freiheit, ja? Für die persönliche Freiheit im Hier und Jetzt. Und im Konflikt ist es so, dass wir diesen Konflikt auch im Hier und Jetzt produzieren und damit aktiv kämpfen und ihn auch da verändern könnten.
Jetzt habe ich ein Beispiel gemacht, der einen Bezug zur Ahnenfeld hat. Ja, das ist bei der Ahnenmedizin so. Dafür bräuchten wir jetzt quasi eine größere Sitzung, dass man vielleicht finden könnte, dass sich etwas aus sehr, sehr alter Zeit, also von der Torwächterposition über eins der Ahnenfelder, männlich, weiblich, so die Resonanzen von Gefühlen bis ins Hier und Jetzt und die Einschränkung der eigenen Freiheit so durchziehen. Ja, das kann man finden, das ist möglich, aber es ist jetzt hier trotzdem erstmal wirklich etwas, was man aktiv jedes Mal neu verstärkt, also auch tut und auch eben, ja, sehr wichtig im Sinne der Lösung, auch lassen könnte. So leicht ist die Lösung bei einem Adlerfederkonflikt allerdings nicht, weil es eine sehr sehnsuchtsgebundene Karte oder Konfliktsituation ist. Und Sehnsucht ist ja etwas, was per se schon sehr weit weg und quasi unerreichbar ist. Ja? Das heißt, wir haben hier die Distanz nochmal anders als Kernthema zu betrachten. In diesem Fall finde ich es sehr praktisch, sich die Anatomie zu betrachten. Und zwar die Anatomie von Auge und Ohr. Das würde jetzt das Ganze ein bisschen erschöpfen, das kleine Video. Das ist sehr spannend. Aber schauen wir uns kurz die Nerven an. Also da, wo die Impulse der Sinnesorgane von Auge und Ohr Kontakt mit unserem zentralen Nervensystem haben. Ja, das ist sehr interessant. Also bekannt ist die Adlerfeder für so Augensymptomatiken. Ja, seelenhomöopathisch haben wir da natürlich diesen Schwerpunkt, dass man das Wesentliche einfach nicht sehen kann. Also man ist von der Sehnsucht sozusagen geblendet im eigenen Handeln, im Hier und Jetzt. Das wäre so das eine Fazit. Ja? Und organisch guckt man so, wieso kann das Auge nicht richtig gucken? Was kriegt es da für Probleme? Da gibt es natürlich ganz anatomische, physiologische Gründe. Und ja, man guckt sich da diese Resonanz an, wie es helfen kann. Und jetzt kommt aber hier bei der Adlerfeder auch noch das Ohr zur Sprache. Und das Ohr symbolisiert quasi diese Aufnahme und den Kontakt zur Ahnenwelt, während das Auge fokussiert, wo es hin will. Ja? Wo ist meine Zukunft? Wo gehe ich hin? Jetzt ist das sehnsuchtsgebunden, also ist ja ein Konflikt drin, ja, und das Ohr, ja, da haben wir eine ganz, ganz tiefe Verbindung zur Ahnenwelt und auch mit Konflikten der Ahnenwelt, ja, und jetzt ist die Frage, wie die beiden hier kommunizieren können in einem selbst, ja, man könnte sagen, man erlebt in dem Konflikt Probleme mit der Außenwelt, die natürlich auch den Konflikt der eigenen Innenwelt widerspiegeln. Während der Hirnnerv unseres Ohrsinns parallel verläuft mit unserem Gleichgewichtsempfinden und die laufen durch einen Filter, den Thalamus. Und dieser Filter entscheidet, was kommt überhaupt zu unserem Bewusstsein und was nicht. Also hier ist eine Filterstation. Und währenddessen das bei dem Hörsinn so ist, ist das Auge aber eine Ausstülpung direkt so aus dem Zwischenhirn, so an dieser Grenze zwischen Zwischenhirn und Großhirn, ja, und durchläuft diese Filterstation nicht. Das heißt, das, was wir sehen, ist sofort drin als Erlebtes. Ja, es ist ein anderer Zugang und ein anderer Umgang mit der Umwelt. Wenn wir jetzt in der Evolution zurückgehen, ist das noch so wesentlich viel wichtiger gewesen, dass Auge und Ohr gut miteinander kommunizieren können. Das ist vielleicht jetzt eigentlich auch immer noch so.
aber versteckt sich so ein bisschen, ja, hinter dem, was wir uns so im Leben vordergründig so aufgebaut haben und als wichtig empfinden. Aber genau diese Kommunikation, dass die schnell und einwandfrei funktioniert zwischen Sinneswahrnehmung der Augen und der Ohren, diese Kommunikation, darum geht es. Das finde ich anatomisch nicht unwichtig, weil im Prinzip kann das Ohr durch diesen Filter in so einem Konflikt auf eine Art und Weise sehr viel leichter und länger hängen bleiben, ja, weil der Filter immer sagt, ist schief gegangen, ist schief gegangen, ist schief gegangen, ja. Und das Einzige, was beim Auge ankommt, ist schief gegangen. So muss man sich die Kommunikation vorstellen. Ja, das Auge sieht eigentlich was, aber in der Kommunikation, jetzt gerade auch mit dem Ohr und auch mit dem Kleinhirn, ja, und dem eigentlichen Gleichgewicht, sieht das Auge eigentlich etwas anderes in dem Moment, wo es mit dem wesentlichen Inneren kommuniziert. Und das ist eigentlich das, was dieser Gesamtkonflikt ausdrückt. Ja? Das Auge sieht was und reagiert auf was ganz anderes. Ja? Wir hören was und fühlen was anderes und bewegen uns auf etwas anderes hin. Ja? Das ist für mich so ein essentieller Kern in diesem Adlerkonflikt, der, ich denke, schon so diese elementare Ebene von Hirnnerven und Sinneswahrnehmung überträgt, ja, also überträgt in unser Gefühlsleben, wie wir eben auf etwas reagieren und es wahrnehmen und oft sehr unverständlich für die Außenwelt, weil ganz viele Leute sagen würden, ey, was hast du denn? Du hast doch alles, was sich alle anderen wünschen könnten. Ja, das macht die Falle aber nicht gerade besser. Genau diese Reaktion von außen macht diesen Konflikt für einen selbst noch auswegloser. Man kann das, was man sich wünscht, nicht erreichen, weil man im Außen überhaupt nicht verstanden wird und innen drin sich eben auch selber nicht mehr verstehen und richtig äußern kann. Ja, das ist etwas sehr persönlich Verfangenes irgendwann und hat aber einen sehr großen Konfliktgehalt. In der Karte steht das Gefühl, man kann dem anderen nie begegnen. Ja? Wenn etwas oder jemand oder vielleicht auch viele in der Zeit verloren gegangen sind, dann können wir das so physisch nicht wirklich. Aber von diesen Aspekten gibt es Innenabbilder von uns. Dafür gibt es jede Menge Methoden, um die darzustellen und mit denen in Kommunikation zu gehen und auch ein Bewusstsein zu kreieren von hier und jetzt. Und dem, was früher passiert ist und den Gefühlen von dort. Und diese Dimension der Zeitveränderung und der Möglichkeit der Handlung wiederherzustellen. Ja, das ist Arbeit, aber ja, ist durchaus möglich. Dem anderen nie begegnen zu können, ja, als Kern des Konfliktes von der Adlerfeder, hat aber auch noch eine andere Dimension und auch, ich denke, noch mal eine ganz andere Lösungsmöglichkeit, wenn man bedenkt, dass in diesem Konflikt, in dem Moment, wo man sich auch nur ein ganz kleines bisschen bewegt, Richtung Freiheit, dieser Kern des Konfliktes einem folgt und vor sich schiebt, dann ist er ja da. Er ist ja da. Das heißt, dieser alte Aspekt und dieser Konflikt, der kommt ja quasi vor einen und guckt einen von vorne an. Ja? Und der sagt ja quasi, kommuniziere mit mir. Also eigentlich ist es ja so, dass man im Hier und Jetzt ist, sich bewegt und das Alte mit einem kommunizieren will, aber man dieses Bild einfach nur loswerden will. So, und da geht es jetzt nicht
um die Nachbarn, die Familie, den Job, sondern im Prinzip ist alles da, um mit dir zu kommunizieren, weil es ein Teil deiner eigenen Kraft und Dimension von Freiheit ist. Und ich denke, ja, es liegt an einem selbst und es ist eine persönliche Karte, deswegen ist es eben möglich, mit eigenen Schritten von, nennen wir sie mal, Öffnung des Herzens und jetzt nicht hineinkatapultieren in Abhängigkeiten, sondern es geht darum, mit dem Konflikt zu kommunizieren, also mit diesem Schwierigen, ja, und sich nicht versuchen herauszumanövrieren, sondern da an dieser Stelle geht es um Gefühle. Ja, und die können und wollen bewegt werden und ich denke, das ist die Dimension, die es auch möglicht, diese Konflikte zu finden, sie zu berühren und auch, ja, ich denke sogar selber zu bewegen. Wenn das Ohr bereit ist, um zu hören, wird das Auge den Weg wissen. Du hast mit deinem Thema das Adlernest verlassen. Baue dafür nun dein eigenes Nest und du wirst die Dimension des Schutzes begreifen, der dich die ganze Zeit begleitet.